Hallo und herzlich willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator 2018. Jetzt hier mit dem Ferrari F430 Scuderia in einem neuen Video. Und zwar ein wirklicher Problem-Ferrari. Denn der Kunde ist hergekommen mit ein paar Beschwerden, wie man sehen kann. Die Motorsteuerung macht Probleme. Es sind noch mehr Probleme im Motor, die wir nicht kennen. Der Wagen macht Probleme beim Anlassen. Es fehlt an Motorleistung. Die Abgasanlage ist defekt. Gangschaltung ist schwergängig. Es kann kein Gang eingelegt werden. Und beseitige die Probleme im Getriebe. Also quasi kompletter Motor und Getriebe machen Probleme. Ob der Motor anspringt, können wir direkt mal gucken im Diagnosepfad. Nein, tut er nicht. Es hieß ja auch schon, dass beim Anlassen Probleme sind. Wir schauen dann mal direkt vorne in den Kofferraum, ob da denn die Batterie in Ordnung ist. Das scheint mir aber okay zu sein. Ich mache mal hier einen Multimeter. Dann sehe ich direkt, ob elektrische Leitungen beschädigt sind oder nicht. Eben auch alles, was elektronisch zusammenhängt. Deswegen, heute haben wir ein bisschen die Problem-Ferraris am Start. Anlasser und Kraftstoffpumpe sehe ich von hier schon, dass die nicht mehr gut ist. Können wir eigentlich direkt auswechseln. Gut, Kraftstoffpumpe und da hinten sehe ich, da gibt es noch mehr Probleme. Von hier sehe ich das schon. Eieiei, allein ist der Mittelschalldämpfer. Eieiei, da hat einer seinen Ferrari nicht gut gepflegt. Nicht gut gepflegt. Jetzt müssen wir mal direkt schauen, ob wir eine neue Kraftstoffpumpe herkriegen. Ja, kriegen wir auch. Das geht einigermaßen, ist nicht so teuer. Ich hoffe, der Ferrari-Fahrer hat einen guten Kontostand. Sonst wird es, glaube ich, problematisch für ihn, weil das wird heute nicht billig. Allein der Wechsel von der Kraftstoffpumpe hat ihn schon 125 gekostet. Ist ja logisch. Kaum Arbeitsaufwand, aber gut. Was sehen wir? Die Drosselklappe ist hinüber. Das haben wir gerade in der Diagnose auch gesehen. Und ich sehe hier schon ohne Prüfung, dass der Ansaugkrümmer komplett hinüber ist. Kraftstofffilter, dazu brauche ich auch kein Prüfgerät. Der Anlasser, das haben wir auch gesehen. Wir wollen den ja auf den Diagnosepfad bringen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal diese wichtigen Sachen hinbekommen. Und zwar schauen, dass wir hier den Ferrari erstmal wieder zum Anspringen bekommen. So, Anlasser und Drosselklappe. Beides vom V8. Besorgen wir mal schnell. Anlasser und Drosselklappe vom V8 bitte. Ja. So, nehmen wir und bauen wir direkt ein. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, für den Fall, dass der das Ganze bei dem wirklichen Ferrari-Händler machen lassen würde, da wäre er allein für eine Drosselklappe sicher nicht bei, in unserem Fall jetzt 230 Euro, wahrscheinlich schon in dem Bereich von vielleicht 1000, vielleicht 500 Euro Minimum, weil, ja, das ist natürlich bei Ferrari normalerweise mit anderen Preisschildern versehen. Ist aber auch klar, wenn man exklusives Fahrzeug erwirbt, dann muss man auch exklusive Preise zahlen, ne? So ist es. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier entsprechend das Zeug demontieren können. Um den Ansaugkrümmer zu demontieren, ne, müssen wir gar nicht. Dann müssen wir nur das demontieren, aber ich sehe schon, die Zündspulen sind auch alle hinüber. Der Motor wird es halt so auch nicht anspringen, ne? Eieiei. Eieiei, 6%, 7%. Ist der nur gerostet, oder wie? Ja, Zündkerzen auch in einem schlimmen Zustand. Quasi eine Generalüberholung des Motors, könnte man sagen. Ich tue jetzt mal hier den ganzen Kopf runter. Hallo? Was ist das denn? Die Nockenwellen sehen halbwegs in Ordnung aus. Wir müssen dann direkt mal die Kompression testen, ne? Aber ich sehe hier schon, dass der Zahnriemen auch hinüber ist. Eieieiei. Ja, okay, das ist natürlich peinlich. Leicht peinlich, weil da müssen wir so viel reparieren. Meine Güte. Ja gut. Mal schauen. We'll be right back.
So, ich habe jetzt den Motor komplett ausgebaut, weil ich glaube, es keinen Sinn gemacht hätte, die Kompressionsprüfung durchzuführen, weil einfach alles Probleme macht. Und ja, den Motor komplett zusammenzuschrauben, um ihn dann auch wieder auseinanderzuschrauben, wollte ich nicht. Und wie sich meine Vermutung gerade bestätigt, sehen wir oben links. Denn der Kolben selber war teilweise in einem fatal schlechten Zustand. Und hier haben wir dann nochmal so gesehen den Beweis gehabt. Ja, Kompressionstester ist klar, ne? Wir könnten rein theoretisch hier noch die Kurbelwellenlager demontieren. Theoretisch müssen wir den ganzen Motor auseinandernehmen, weil der Motorblock selber auch in einem sehr schlechten Zustand ist. Den können wir gleich komplett neu bauen, so gesehen. Vielleicht können wir auch ein, zwei Sachen davon reparieren. Dann würde es sich rein theoretisch für uns und natürlich für den Kunden auch mehr lohnen. Es ist quasi eine komplette Restauration von einem Fahrzeug, in dem Fall von halt einem Motor, weil das ist ja der Wahnsinn. Und dann haben wir noch Probleme mit dem Getriebe. Wir haben schon gesehen, beim Getriebe war es so, da war alles beschädigt. Also da hat nichts mehr funktioniert. Deswegen kann es direkt auch raus. Und wir haben dann so gesehen nur noch, ja, den Ferrari. Aber halt ohne Motor, ohne Getriebe und fertig. So, mal schauen. Wir gehen jetzt mal zur Werkbank und reparieren so viel wir können. So gut wir können. Steuergehäuse, Motorblock. Ja, das ist das Teure halt. Das funktioniert alles. Zack, 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 zack. Tun wir mal alles reparieren. Soweit es geht zumindest. So, Kolben und Pleuel müssen neu. Das steht jetzt schon fest. Bedeutet, ich bestelle schon mal 8 neue Kolben. Wir brauchen die normalen 8 Stück. Sowie Kolbenringe normal auch 8 Stück. Kurbelwellenlager bestellen wir auch mal gleich auf Lager. Wellenlager, da haben wir schon gesehen, dass da was nicht stimmt. Lagerdeckel nehmen wir auch 4 Stück. Und den Rest, wir brauchen ja dann auch, das weiß ich jetzt schon, das können wir gleich mitnehmen. Keilriemen brauchen wir. Einmal V8, da können wir theoretisch ein, zwei Sachen kaufen. V8. Typ A, Typ B brauchen wir. Und zweimal brauchen wir dann noch einen anderen Steuer noch was. Muss ich mal schauen. Steuer. Hier hat man eine Steuerkette. Zweimal Steuerkette oder war das was anderes? Das schauen wir nochmal. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das schauen wir gleich nochmal nach. So, Motorblock konnten wir reparieren, das ist gut. Kurbelwelle war in einem ganz passablen Zustand noch. So, und jetzt kommen die neuen Kolben rein. Es waren teilweise Kolben drin, die wären auch noch gegangen mit 70-75%, aber dann wären die Kolbenringe an den Kolben schlecht gewesen oder ähnliches. Und es lohnt sich einfach nicht für uns, das zu reparieren und keine neuen Kolben zu nehmen. Weil dann, ja. Wenn man den Motor schon mal komplett draußen hat, dann ist so ein Kolben auch nicht mehr das teuerste. Zumindest jetzt hier in dem Fall. Für den Kunden wird es jetzt preislich keinen Unterschied machen. Aber heieiei. Also wie man so einen Ferrari so hinüberkriegt, weiß ich auch nicht. Oder wie man das überhaupt zulassen kann. Aber
Gut, ich würde sagen, wir schrauben den jetzt hier einfach mal zusammen und gucken, was uns sonst noch so für Überraschungen erwarten bei dem guten Ferrari. So, jetzt drehen wir den mal. Schauen wir uns das Ganze noch an, ob wir alles gemacht haben oder irgendwas noch nicht. Also, Riemen, wir haben quasi alles erneuert. Keilriemen, Zahnriemen, die Rollen, Wasserpumpen, Riemenscheibe. Die Kupplung haben wir jetzt teilweise schon fast fertig. Drosselklappe natürlich, Ansaugung. Die Mittelschalldämpfer kommen gleich noch dran. Ich glaube, die konnten wir nicht reparieren, deswegen müssen wir gleich gucken, wie wir das machen. Aber vom motorseitiger Seite her können wir den Motor wieder einbauen. Es sei denn, wir wollen uns zuerst um die Peripherie im Inneren des Ferrari kümmern. Das können wir theoretisch noch machen. Der Luftfilter ist noch in Ordnung, wobei der linke schaut nicht gut aus. Nee, der linke schaut nicht gut aus. Den werden wir neu machen. Wahrscheinlich hier auch ein Grund für die fehlende Motorleistung. Wir brauchen neue Mittelschalldämpfer, sofern wir die nicht reparieren konnten. Und ja, einfach das andere Abgassystem. So, ja, Luftfiltergehäuse brauchen wir auch neu. Mal schauen, ob wir das reparieren können. Ich glaube es ja fast nicht. So, das wird eine teure Angelegenheit für den Guten. Ja, die Luftfilterperipherie ist ganz schön kaputt. Können wir sogar reparieren. Die Klammern auch. Kosten eh nichts quasi. So, dann machen wir die direkt wieder rein. Also Luftfiltergehäuse jeweils, da können wir auch direkt dann zwei neue Luftfilter machen. Ich baue die jetzt nicht, ja, wobei könnte ich eigentlich schon. Ich könnte so frech sein und seinen 76% Luftfilter reintun, aber das mache ich nicht, weil ein Luftfilter kostet quasi ja kein Geld in dem Fall und wäre ja dumm wegen den 8 Dollar keinen neuen direkt einzubauen. Ah, Moment.
So. Zack. Ich bin da sehr gütig. Ich bin da sehr großzügig. Nicht so wie die kapitalistischen Autohäuser. Die wollen da natürlich immer extra Geld. Wir als Werkstatt machen das Ganze gratis. Sieht man mal, ne? Muss ja Leute geben, die das Ganze noch auf Kulanz machen. So gesehen. Okay, gut. Damit hätten wir das neu. Ich glaube, wir haben auch fast alles identifiziert an Problemen. Ja, also was das betrifft, auf jeden Fall mit dem Motor. Dem Anlassen haben wir auch. Dann haben wir hier Zündspule. Ja klar, das haben wir alles auch identifiziert und auch gewechselt dann beim Motor. Mittelschalldämpfer, Abgaskrümmer, V8 und Endschalldämpfer, V8, OHV kommt noch dazu. Gangschaltung, das haben wir auch alles identifiziert. Also das haben wir geschafft. So, Mittelschalldämpfer und das ganze Zeug. Ich glaube, dass wir da leichte Probleme haben könnten mit der Reparatur. Ich glaube nicht, dass wir die vollständig reparieren können oder überhaupt reparieren können. Weil es ein Modfahrzeug ist. Mal schauen. Man sieht hier auch die umständliche Bauweise des Ganzen. Ne, konnten wir leider nicht. Mittelschalldämpfer ist nicht zu reparieren. Das liegt aber einfach am Mittelschalldämpfer selber. Dann machen wir da noch einen neuen Mittelschalldämpfer. Zweimal Endschalldämpfer brauchen wir V8 OHV. Ich glaube zweimal. Bin mir jetzt nicht sicher. Wir nehmen mal zwei. Und wir brauchen auch noch Abgaskrümmer, ne? Was glaube ich? Für einen normalen V8. Abgaskrümmer V8, ja. Brauchen wir auch noch. Aber ich glaube, es war nur ein Endschalldämpfer, aber das macht jetzt nichts. Krümmer für den V8. Wobei, das war ja beim Motor schon mit dabei. Also macht das kein Problem. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal die ganze Peripherie ein, bevor wir den Motor einbauen. Weil das ist ein bisschen sehr, sehr umständlich gebaut, wie wir hier sehen können. So. Also der hätte hier die 83% noch gelten lassen, dann bauen wir die wieder ein. So, und dann müssten wir es haben. Dann machen wir jetzt mal den Motor wieder in den guten Ferrari. Und dann, glaube ich, haben wir unser Problemkind ziemlich, ja, ziemlich gut hinbekommen. Das wäre eigentlich, ja, nicht sehr lohnenswert gewesen, den guten Ferrari so auf Trab zu kriegen. So, mal schauen. Anlasser muss noch dran, logisch, mit dem Getriebe kommt er ran. Davor geht das nicht. Das haben wir mit dem Getriebe, das kommt gleich und ansonsten passt es. Wunderbar. Gut, dann kommt noch das Getriebe rein. Kein Problem. Haben wir dann V8 Getriebe noch da oder haben wir da keins? Nein, das V8 Getriebe Typ A haben wir nicht da. Getriebe. Ja, da sieht man mal, was wie ein Kundenauto einen so beschäftigen kann. Fast wie eine komplette Restaurierung. Weil das Fahrzeug jetzt ja fast wieder im Neuzustand ist, zumindest was den Motor betrifft. Von allen anderen Teilen sieht das Auto ja ganz gut aus. Nur was eben den Motor betrifft, war es ein totaler Reinfall, wie wir ja schon gesehen haben. Meine Güte. So, okay, jetzt lassen wir den wieder runter. Öl muss noch rein und die Motorabdeckung drauf. Das bedeutet, wir machen jetzt zuerst das Öl rein. Ist denn da der? Da, Öldeckel. So, kriegt auch noch ein neues Öl. Ja, es war eine totale Katastrophe. Und man sieht ganz gut auch an dem Beispiel, wie die Modfahrzeuge ein bisschen umständlicher gebaut sein können. Ja, das ist eben der Vor- und oder Nachteil. Aber dafür gibt es eben so coole Modfahrzeuge. So, die Motorabdeckung kommt noch rein. Zack. So, sieht doch schick aus jetzt wieder, hä? Der gute Ferrari. Und ich glaube, wir sollten alles haben. Zack. So, perfekt. Dann können wir den abgeben. Was kriegen wir denn? $74.728. Ja, da viel Spaß. Und das meinte ich mit, ja, die $5 oder 20, $40 machen nicht viel Unterschied, weil der Arbeitslohn einfach sehr, sehr hoch ist bei so einem, ja, bei so einem Riesenprojekt. Aber gut, dann geben wir den Ferrari wieder ab und hoffen, dass er erstmal gut weiterfährt. Ja, und haben gut Geld gemacht. Wunderbar.
Gut, ich würde sagen, das war direkt mal ein Content für eine Folge. In den nächsten Folgen behandeln wir mal die Fahrzeuge womöglich. Wir haben wieder neue Modfahrzeuge da und die haben auch einige Probleme. Nicht so viele wie der Ferrari, aber ihr könnt mir mal gerne eure Meinung dazu schreiben, weil im Echtleben sind die Ferraris auch ein bisschen anfälliger, was Probleme betrifft. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.